Er redet sehr ruhig auf jeden Fall und tut sehr interessiert an einer Frau. Er macht einen zu so einem Superstar für einen Abend. Er tut natürlich sehr weich und so der Frauenversteher und das macht ihn sehr interessant auf jeden Fall. Der Charmeur hat nur noch Augen für sie. So, als wären sie nur zu zweit im Hier und Jetzt. Sanft tanzt er Marie in seinem Bann. Ich habe ihn dann nach Hause gefahren und sind dann hoch in sein Zimmer. Und in diesem Zimmer war eigentlich ein riesiges Bett, ein großes Bett und Fotos von Daniel. Daniel, so diese, die man als Teenie gerne mag, diese Bilder, wo Daniel schwarz-weiß abgebildet ist, von einer Palme, von einem Baum, keine Ahnung. Daniel, Fotos überall. Also ich habe kein Foto von mir in meinem Schlafzimmer hängen. So, und das fand ich alles schon sehr merkwürdig. Und dann dieses riesige Bett. Daniel Lopez, verliebt in sich selbst und in die Abbildungen seiner selbst. Nicht nur im Schlafzimmer, auch auf seiner Homepage. Viele Fotos. Vorzugsweise Daniel mit berühmten Frauen. Schnappschüsse, Momente, die ihm anscheinend wichtig sind. Ein Foto aber vermissen wir, sein Hochzeitsfoto. Daniel mit einer schönen Unbekannten, für die dieser Moment eins der wichtigste ihres Lebens war. Ein Mädchen, dem er verspricht, ihr Held zu sein. Ihre Schmerzen wegzuküssen. Und immer an ihrer Seite zu stehen. Ja, es war alles ziemlich hart. Also ich habe sehr viel geweint. Ich habe in den 2 Jahren, glaube ich, mehr geweint als je zuvor oder je danach. Es beginnt in einer Disco, wie immer. Manche suchen den schnellen Spaß, andere erhoffen sich die Begegnung des Lebens. Ja, da hat er mich angesprochen und mir was zu trinken gebracht und noch gemeint, das wäre das erste Mal, das würde er sonst nicht tun, Frauen was zu trinken bringen. Dann haben wir zusammen getanzt, dieses Latino-Gehabe, das fand ich ganz imposant und ja, wir haben uns dann ein paar Mal in Fair getroffen. 4 Wochen, nachdem wir zusammen waren, hatte er mir eine Geschichte erzählt, es gäbe Ärger zu Hause mit der Vermieterin und ob er nicht bei mir einziehen könnte. Also ist dann nach 4 Wochen auch bei mir eingezogen. Alles geht schnell, aber die große Liebe kennt kein Warten. Wenig später haucht Daniel den Satz, den verträumte junge Mädchen gern hören. Ich bin Weihnachten von ihm gefragt worden, ob wir heiraten. Und haben es dann auf den September, eben auf das Datum festgelegt, wo wir uns auch kennengelernt haben. Und dann ging das eigentlich in Deutschland recht zügig. Werl, ein kleines Städtchen in Ostwestfalen. Auf diesem Standesamt Tanjas größter Tag. Daniel Lopez Belo, 19, katholisch, geboren in Brasilien, gibt Tanja W. 22 das Jawort. Es ist der 1. September 1995, ein Tag wie im Traum. Doch wenig später holt Tanja das wirkliche Leben wieder ein. Ja, es war also nicht so ein gegenseitiges Geben und Nehmen, wie das so üblich ist, sondern es war mehr ein Geben meiner Seite und er hat so in den Tag hineingelebt. Es gab fast nur Streit. Es ging halt nachher um so Kleinigkeiten, das Essen hat nicht geschmeckt oder wie auch immer. Also es war nachher nur noch so, also ich kam mir halt vor wie so ein Hausmütterchen und es hat halt alles immer nicht gepasst. Die eheliche Wohnung in der Paderborner Straße. Hier lernt Tanja zum ersten Mal in ihrem Leben kennen, was Einsamkeit, Verzweiflung und Ohnmacht bedeuten. Also wir haben so gut wie gar nichts gemeinsam gemacht. Er hat immer sehr gute Ausreden gehabt, um mich zu Hause zu lassen. Also ihm war es egal, ob ich, ich sage jetzt mal so salopp Rotz und Wasser geheult habe. Es wurde trotzdem banal geredet und dann wurde kurz gesagt, also jetzt ist mal gut, beruhig dich und er ist trotzdem gefahren und hat seinen Spaß gehabt. Einfach fortgefahren, in seine Stammdisco und richtig Spaß gehabt. Immer ohne Tanja. Irgendwie logisch, denn Daniel mag wohl schon seit Jahren nicht nur der Held einer Frau sein. Naja, wir waren bei Daniel zu Hause und es war natürlich ganz nett. Klar, wenn man nette Sachen hört, nette Lieder hört, dann können einem auch Fotos nicht mehr viel anhaben in seinem Zimmer. Und naja, wir haben dann halt ein bisschen rumgeküsst und es war auch alles sehr nett und wurde dann auch etwas netter. I can be your hero, baby.
Bielefeld, Stadtteil Bethel, das Krankenhaus. Seit Wochen liegt Tanja hier in der Frauenklinik. Sie hat nicht nur eine komplizierte Ehe, sie hat auch eine komplizierte Schwangerschaft. Es ist kurz vor Weihnachten 1995. Ich bin viel allein gelassen worden, das war nicht so nett. Also er ist trotzdem seine Freizeitbeschäftigung nachgegangen, hat mich viel alleine gelassen. Und auch im Krankenhaus dann, wo ich wegen vorzeitiger Wehen war, hat er mich auch sehr viel alleine gelassen. Unerwartet setzen plötzlich erneut starke Wehen ein. Tanjas und Daniels Töchterchen wird geboren, viel zu früh. Die Ärzte kämpfen um das Leben des Frühchens. Der 20. Dezember 1905. Viel und so stressig und hat sich auch nie lange mit solchen Dingen dann aufgehalten. Daniels Gleichgültigkeit, Tanja kann sie nicht begreifen. Später bringt ein Zufall den Grund ans Licht, der noch schwerer wiegt. Und ich habe ja auch, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, kurze Zeit später einen Anruf bekommen von der damaligen Geliebten, die dann anrief und sicherstellen wollte, ob es denn nun eine Scheinehe ist, was er halt immer ganz gerne erzählt hat, auch anderen Frauen oder Mädchen. Und das habe ich dann verneint und dann habe ich mich mit ihr getroffen und erfahren, dass sie in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, schon mit ihm zusammen war. Scheinehe? Bis heute will sie das nicht wahrhaben, aber irgendwie kann sie die Augen vor diesem bösen Verdacht nicht ganz verschließen. Ja, ich denke, dass es schon auch ein bisschen geplant war alles. Was geplant? Ja, also im Hinblick auf eine Hochzeit, dass er einfach sicher sein kann, dann in Deutschland bleiben zu können. Was ich nachher auch erst rausgefunden habe, dass er ohne diese Heirat nicht hätte bleiben können, weil er damals mit seiner Mutter hierher kam und die auch nicht verheiratet war zu dem Zeitpunkt. Und ich denke einfach, dass das so ein Sicherheitsaspekt auch war. Daniel Lopez, der sanfte Balladensänger. Tanja braucht 4 Jahre, um über die Zeit mit ihm hinwegzukommen. Ich habe sämtliche Bilder und Briefe verbrannt, um das für mich abzuschließen. Komplett. Seit 3 Jahren hat Tanja seinen Namen nicht mehr ausgesprochen. Vergangenen Freitag, in unserem Interview, soll es das allerletzte Mal gewesen sein. Daniel Lopez hat, als sie ein Mädchen war, etwas in ihr zerstört. Let me be your hero. Daniel Lopez und Frauen, die ihn anhimmeln aus der Entfernung, Frauen, die ihn kennen, sich aber nur noch vage erinnern und eine Ex-Ehefrau, die alle Erinnerungen verbrannt hat. Daniel Lopez wird zu all dem so zitiert: Das Thema ist für mich abgehakt und unwichtig. Am Wochenende ist er erstmal rausgeflogen, weil er beim Singen mit dem Text nicht weiter wusste. Aber einen CD-Vertrag hat er trotzdem schon in der Tasche. Daniel Lopez doch noch Superstar? Einer, der über Daniel Lopez noch viel mehr sagen kann, ist jetzt bei uns Robert Ling, intimer Kenner des Musikbusiness. Ab sofort im Akte Live-Chat für Sie alle zu sprechen, später dann bei mir im Interview. Der Traum vom ganz großen Glück, der kann jedem den Blick für die Realitäten vernebeln, stimmt. Aber der kann sie auch in Situationen hineinführen, die sie nie für möglich gehalten hätten. Thomas Schumacher zum Beispiel erzählt, wie es ihm ergangen ist. Der junge Konditor, dem eine ausgewanderte Deutsche plötzlich die große Karriere in den USA versprochen hat, die ihm aber keinen Cent Gehalt zahlte, ihn stattdessen in eine Art goldenen Käfig sperrte. Monatelang zermartert sich Thomas Schumacher das Gehirn, wie ausgerechnet er in einem Sklavenjob landen konnte. Akte persönlich von Benno Reimers und Dirk Klapperich. Über einen Mann, der seine Todesangst erst überwinden musste. Ein Mann ausgesetzt auf dem Highway. Ich stieg aus, hat wirklich Todesangst. Thomas Schumacher, 39, ein deutscher Gastarbeiter. Und das Ende eines Traumes. Hier hat er gehalten, hat gesagt, Thomas, get out, macht er den Motor aus. Ich bin auf der Seite, auf der anderen Seite außen rumgelaufen. Er ist ausgestiegen, und dann? Macht er die Klappe auf, hat meine 3 Koffer raus, hat sie dahin, hat sie da vor dem Schild geknallt, mein Akkordeon oben drauf. Und ich habe ihn gefragt, was das soll. Sagt er, here is your bag. Und dann habe ich gesagt, my ticket, my money, your ticket, your money, good luck. Geht zurück zum Auto, steigt ein, fährt rüber und fährt weg. Ich verstehe nicht, wie man das mit einem Menschen machen kann. Thomas Schumacher hilflos in einem fremden Land. Warum muss mir so eine Scheiße passieren? Echt.
Monatelang hat er seine Gefühle unterdrückt. Jetzt bricht es aus ihm heraus. Die Angst, die Enttäuschung, die Wut. Noch immer kann er nicht begreifen, warum Menschen ihm das angetan, seinen Traum vom Glück so brutal zerstört haben. Markt Heidenfeld im Spessart. Hier wächst Thomas Schumacher auf. Hier lässt er sich zum Bäcker und Konditor ausbilden. Verheiratet, Scheidung nach 9 Jahren. Dann im Februar 2001 entdeckt der Amerika-Fan das. Eine Anzeige in der Lokalzeitung. Suche Konditor in Orlando, Florida. Thomas Schumacher meldet sich unter der angegebenen Telefonnummer. 2 Stunden später habe ich einen Anruf gekriegt aus Orlando. Ich war total erstaunt. Hat sich die Frau bei mir gemeldet und hat gesagt, sie ist interessiert. Ich soll Zeugnisse rüberfaxen und meine Facharbeiterbriefe. Gut, habe ich gedacht, ich mach's. Habe mir aber gar keine Hoffnungen gemacht, dass da eventuell Chancen bestehen, dass die mich nehmen. So ungefähr nach 3-4 Tagen hat sie mich angerufen und hat gemeint, ich wäre der ideale Mann für sie. Sie wollen mich persönlich kennenlernen. Ein unverbindliches Kennenlernen, da sagt Thomas Schumacher nicht nein. Er nimmt sich Urlaub und fliegt in die USA zu Barbara und Eric T. Sie bezahlen das Flugticket.